Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte in Thüringen. Wir aktuell sehen, wir bessern den Mucks aus vom letzten Mal. Die Seemaschine hat einmal gerst ausgesehen. Dadurch haben wir einen schönen Muster drin. Sehe hier. Und das müssen wir jetzt entsprechend korrigieren. Das heißt, wir müssen die Gerste überschreiben, dass wir überall Baumwolle, Sonnenblumen kriegen, bekommen. Schön einheitlich Geld bekommen. Das dauert ein bisschen noch. Knapp eine halbe Stunde. Die düngen noch nebenbei auf Feld Nummer 49, weil ich weiß. Da werden wir auch noch was machen müssen. Das haben wir jetzt fertig. Da werden wir den Rand lang arbeiten, nacharbeiten. Gehen wir auch manuell hinterher. Es muss ja nicht 100% perfekt sein, aber es sollte zumindest die 90% der Fläche sollte zumindest gedüngt sein. Um die Verluste in Grenzen zu halten. Ich muss im Grunde nur diesen einen Strich folgen, also diesen einen Kurs. Wenn er mir das hinkriegen würde, würde ich jetzt das machen, automatisch. Jetzt macht er das sogar, das passt. Das heißt, wir mussten ja rechtzeitig eingreifen. Oh, Lichtgegangen. Ich muss mal die Bier nicht tauschen. So, wir wollten jetzt hier mal gucken wegen Schneidweg. Das ist ein bisschen ungünstig, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich habe mir ein paar neue reingenommen. Paar Mods, die ich auf ModHub gefunden habe. Und dazu muss ich mal gucken, ob ich da was Passendes finde. Weil die anderen, die Original zum Transport von Schneidwerken, wollte ich nicht nehmen. Weil das ist mir doch ein bisschen zu hier. Die wollte ich nicht nehmen. Weil das passt irgendwie nicht. Beziehungsweise da ist kein richtiger Halt drin. Da muss eher Tiefenlader, ne? So zum Beispiel hier einer, der ist, oder der hier, den haben wir aktuell. Bin mir nicht ganz sicher, ob der besser ist. Oh nein, nicht verkaufen. Das heißt, wenn wir hier mal gucken, ob wir das irgendwie festmachen können. Mit Gurte. Das geht auch nicht. Wir werden mal probieren hinzufahren zum Hof. Und dann nehmen wir unseren Ballenanhänger. Wenn ein Super-GAU wäre, würde das Ding schon verlieren. Er rutscht jetzt schon ein bisschen. Und das wäre ja überhaupt ganz schlecht. Wir müssen ja viermal fahren. Und das wäre immer wieder aufladen, das ist ein bisschen zu aufwendig. Könnte einer sagen, fahr mal nicht schnell? Könnte man. Schauen, vielleicht ist hier ein gutes Hinkommen. Aber wenn die Straße dann uneben wird wie unser Plattenweg, wo Plattenweg würde ich gleich mal fahren, würde ich ihn gleich da vorne bei der Silos lassen.
Mein Gott, hier fahren keine KI-Fahrzeuge, da würde man zur Not auch noch mit einem Drescher hinfahren können. Man müsste halt Querfeld einfahren. Aber das widerstellt allem, was nicht richtig logisch ist, möchte ich am liebsten gar nicht machen. Weil das Grunde ist ja fremdes Land und da dürfen wir an sich nicht überfahren. Ohne Erlaubnis kann man sein. Und da es ja Landwirtschaft ist, sind die meisten Felder bestellt. So sollte es sein normalerweise, würde er in dem Augenblick Schaden verursachen. So, den Goldhuber lassen wir hier stehen. Den fahren wir jetzt mal hier rüber. Und zwar so, dass wir den mit dem Drescher aufnehmen können. Da haben wir schon. Da rutscht er. Wollte ich auch nicht haben. So. Jetzt holen wir unseren Flachdeck hier. Balsensammler. Den holen wir uns jetzt mal. So, den können wir was probieren. Hier würde er ja Tier runterfallen. So. Der war mir gerade sogar entfallen. Ob ich den hier entsprechend. Das ist sogar ein anderer, was von mir. Oder ich eine Marsch habe. Das macht aber nichts. Hauptsächlich mit festgemacht. Hier sind ja Bänder vorgesehen. Ob das auch entsprechend. Das Gerät schafft entsprechend nimmt, ist die andere Frage. Wollen wir mal gucken, ob es geht. So, einmal schauen ganz kurz bei der Aussaat. Das klappt. Hoffe ich jedenfalls. Ja, das sieht ganz gut aus. Was ist das für eine Stelle? Eine kahle Stelle. Naja, gut. So. Hier wollte ich mal gucken, ob der entsprechend fertig ist. Mit Düngen. Der ist fertig. Jetzt fahren wir Richtung Feld 60, denn da muss ja spätestens mal gedüngt werden. Und 38 muss ja auch gedüngt werden, irgendwann mal. Spätestens zum morgigen Tag. Bei der ersten Maximumstufe. Da sind wir ja schon. Fangen wir hier vorne an, stellen wir hier mal rechts ab. So, alle anderen LKW. Der stand unterwegs. So, haben wir schon gehabt. Hier ist schon Kartoffel drin. Wachsen nie. Da muss ich mal schauen, ob der dafür geeignet ist. Vor allem wegen Festbinden, ne? Darum geht es mir. Ne? Und wenn da nur ein Gurt drauf ist, das wäre ja schon perfekt. Da könnte man zwei Maschinen, zwei Dinge raufladen. Probieren jedenfalls. Und dann
Natürlich so ein Überladewagen ein bisschen besser, weil der tiefer ist, wenn er die Größe hätte. Naja. Schauen wir mal, ne? Ich habe also notfalls auch einen anderen Gerät da. Auch für den Ballentransport. Aber mal schauen. Ist ja immer eine Sache der Programmierung, wenn was funktionieren soll. Wenn das nicht vorgesehen ist, ist das nicht vorgesehen, ne? Bald haben wir genug hier. Also wir haben noch eins zu liegen. Tja, haben wir uns festgefahren. Ich und der LKW. Daran und gucken, woran das lag, am Kernfall. So. Mal schauen, dass wir jetzt am besten mit dem Drescher das entsprechend hochheben können. Hier kann man die Gurte drauflegen. Weil er so günstig verkauft, hingestellt der Händler, dass man mir mit den großen Maschinen nicht rankommt. Time ist schon noch 8 Minuten noch. Schaffen wir alles. Da fahren wir. Na, können wir so ranfahren. Der riesige Maschinen, ne? Ja, das ist wie gesagt. Hier müssen wir ein bisschen. Haben wir keine Sicht von der Fahne. So. Gehen wir mit dem Vorwärtsfahren. Wenn wir die Sonnenblumen hier haben, dann können wir voll loslegen. Ah, der Händler muss ein bisschen ausbauen, das ist nicht fest, das ist zu klein. Sollte sich eigentlich von der Höhe ausgehen. Sollte sich ausgehen. Mal schauen. Bin dann noch mal gierig, ob das auch die Länge ist optimal. Aber ich kriege nur eins auf. Verwendungen passen nicht. Ja, gut. Wenn er das
Die Bänder gehen wohl nicht so, wie ich das will. Das war überhaupt nicht. Gleich wie ein Tieflader, das ist genau das gleiche. Aber es liegt ein bisschen besser optisch gesehen, aber gut. Ob es auch gut liegt, ist ja eine Frage. Das heißt, es darf nicht runterrutschen. Auch mal das Beste, ne? Ah, das war wieder schön. Wir haben aktuell 2. Wäre ganz klug, wenn wir jetzt nur 2 arbeiten würden. Das würde ja auch reichen. Ne? Dann arbeiten wir, wo Sonnenblumen eigentlich später kommt, von der Ernte her. Bin ja froh, wenn wir überhaupt ankommen. Wie gesagt, das ist nach der Programmierung. Vielleicht, mal sehen. Aktuell haben wir drauf On- und Ausschalten. Ne. Wuppen. Was wir alles kriegen. Rundballen, Quaderballen, Paletten. Alles das gleiche, hilft auch nicht. Hoffen wir, dass entsprechend lange genug drauf liegen bleibt, ne? Ah, dann grün und kann genügend auch 2 Stück. Hätten wir vielleicht Maisgebiss nehmen können. Wäre vielleicht genauso gut gewesen, ne? Dann hätten wir am Drescher angebaut. Aber gut, okay, das ist egal. Hab ich das so gemacht. Läuft immer so. Ja. Hoffen wir, dass die andere Arbeit gut gemacht hat. Die Murks ausgebessert, was ich gemacht habe. Verkehrte Fruchtsäure eingestellt. Da Sonnenblumen, Gerste oder Weizen, aber auch Gerste. Ja, das ist natürlich etwas saublöd, ne? Ah, ich denke mal, das. Gut, da haben wir 2 Geräte da. Das sollte reichen. Mal. Was sind da für kahle Punkte hier? Unkraut? Nö. Naja, macht nichts. Jedenfalls ist er fast mit durch. War super. Haben wir unsere Geräte alle mit, alle am Hof. Nur Schneidwerk für das normale Getreide. Kaufen gleich ein Maisgebiss. Ja, nicht in Logik, ne? Ja. Capello.
Verfolgung. Das 9 Meter, 10 Meter, 9 Meter, dann 12. 12. Dass es eine andere Farbe gibt? Oh ja. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ja, bis morgen vielleicht. Ciao.